Wir sehen uns heute den Icaro an von Inberg. Das ist ein neues Drehstuhlmodell im Jahr 2021. Warum haben wir den Icaro gemacht? Wir haben ihn gemacht, weil er eine Mischform ist zwischen einem normalen Bürodrehstuhl von den Qualitäten der Ergonomie und einem Drehstuhl, der eine andere Optik hat, als es üblicherweise im Büro der Fall ist. Das erkennt man jetzt an einigen wertigen Details. Wir haben hier so eine Intarsie, wo auch der Schriftzug Icaro drin ist. Wir haben hier alupolierte Aluminium-Ringarmlehnen, die eine ganz andere Optik erzeugen, als das üblicherweise bei Bürodrehstühlen der Fall ist. Und es gibt eine Rückenlehne, die ergonomisch geformt ist, aber deutlich höher als üblich, trotzdem nicht die Höhe eines klassischen Sessels erreicht, weil wir das gerade für die Anwendungen im Homeoffice-Bereich für nicht so interessant hielten. Der Icaro ist also eine Mischung aus einem designorientierten Bürodrehstuhl und einem Bürodrehstuhl, der alle ergonomischen Funktionen hat oder nahezu alle ergonomischen Funktionen hat, die man sich bei so einem Modell wünscht, insbesondere was das dynamische Sitzen angeht. Schauen wir uns ein paar Details bei dem Modell an. Das erste, was auffällt, ist, er ist einem sehr matten, schwarzen Leder, wobei dies kein Leder vom Tier ist. Es muss also hier kein Tier für herhalten, sondern es ist ein auf andere Art und Weise erzeugtes Leder mit wunderbaren Eigenschaften, die ökologischer sind und die von der Optik sowie von der Funktionalität mindestens so gut sind, eher noch etwas besser als das natürliche Pendant, weil es matter ist, weil es etwas rauer ist und weil es sich auch sehr schön anfühlt. Eine absolute Besonderheit bei dem Modell sind die vielen Details, die vielen sehr wertigen Details. Dazu zeige ich das Produkt auch mal von unten. So, und hier sieht man also unterschiedliche Aspekte. Man merkt schon, das hat auch ein gewisses Gewicht. Und was man hier auf jeden Fall sehen kann, das ist, dass wir hier sehr viele Aluminiumbauteile dran haben. Die gesamte Mechanik ist praktisch ein aus Aluminium gegossenes System, welches hier mit solchen Intarsien flächenbündig ist. Und was auch besonders ist, es ist eine komplette Abdeckung unten drunter. Und die häufig bei Bürodrehstühlen verwendeten Hebel sind hier nicht zu finden, sondern die sind hier reinversetzt, hier auch abgedeckt in diese, in die untere Kunststoffabdeckung. Hier sieht man auch den Schiebesitz und man kann hier also sehr schön sehen, dass jedes Detail bei dem Produkt ausgearbeitet ist. Also egal von welcher Seite man ihn anschaut, es ist alles sehr schön gemacht, griffgünstig und von einer sehr hohen qualitativen Anmutung. Auch die Rollen hier mit diesen Felgen, mit dem Durchgang, also man kann hier durchgucken, das sieht ein bisschen aus wie bei einem PKW und hat dadurch auch nochmal eine besondere Wertigkeit, auch hier mit dem Chrom. Das Fußkreuz, Aluminium poliert, ist auch ein typisches Merkmal für einen sehr hochwertigen Bürodrehstuhl. So, ich setze mich also dann mal auf den Icaro drauf. So, und das Erste, was man jetzt hier verstellen sollte, ist die Sitztiefe. Etwa 4 Fingerbreit sollten hier zwischenpassen, das wäre jetzt zu viel. Das kann ich ändern, indem ich den Sitz ein Stückchen rausschiebe. Man hat gesehen, man zieht hier dran, kann den dann leicht rausschieben, kann sich wieder hinsetzen und stellt also hier fest, jetzt ist das genau passend. Dann die Höhe, die ist bei dem Icaro auch bemerkenswert, weil wir können hier dran gezogen sehr weit runter mit dem Modell und wir können auch sehr weit hoch. Das ist außergewöhnlich hoch, weil man sieht hier bei 1,96 Meter Körpergröße, dass der Winkel schon größer als 90 Grad ist. 90 Grad würden eigentlich schon genügen. Das heißt, wir haben also eine Sitzfeder hier mit einem sehr langen Hub für sehr kleine und für sehr große Personen. Was haben wir auf der anderen Seite des Modells? Gucken wir nochmal kurz, was der Icaro hier so drauf hat. Wir haben hier 2 Knöpfe. Der eine Knopf ist dieser hier. Der ist zum Arretieren der Rückenlehnenmechanik. Diesen Knopf kann man hier ein Stückchen rausziehen und drehen. Und man kann hier mit wenigen Schritten den Rückenlehnen-Gegendruck anpassen, sodass man angenehm nach hinten sich lehnt. Mal gucken, wo er jetzt eingestellt ist. Ja, ist für mich jetzt schon fast passend. Das ist etwas zu leicht vielleicht. Ich probiere es nochmal in die andere Richtung. Genau, und jetzt wäre das für mich also so, dass der angenehm in der Schwebe einhält. Und genauso sollte es sein. Man sieht hier auch, die Armlehnen gehen mit, wenn ich mich zurücklehne. Das ist also sehr angenehm. Das heißt, auch der Winkel beim Zurücklehnen bleibt gleich. Ich habe also hier eine sehr angenehme Art des Zurücklehnens mit den mitschwingenden Armlehnen. Das wirklich Besondere an diesem Modell ist die Kombination aus den sehr hochwertigen Details, ist die Ergonomie verbunden mit einer sehr hochwertigen
Charakteristik eines Bürodrehstuhls, der optisch ganz anders herkommt, als das üblicherweise der Fall ist und sich damit zum Beispiel auch fantastisch für das Homeoffice oder andere Bereiche eignet, wo man sagt, da hätte ich es gerne besonders wertig und trotzdem ergonomisch.